Hallo Hans, schön, dass ich dich heute interviewen kann. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst. Also ich bin Hans Moork. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wohne momentan in Schweden, arbeite für die IOTA Foundation als Entwickler und ja, bin natürlich als Kryptoentwickler entsprechend auch Krypto interessiert. Und was ist eure Mission? Okay, unsere Mission ist, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, den Krypto-Space zu revolutionieren. Natürlich, ja, wird wahrscheinlich jedes Projekt von sich sagen. Ich denke, was IOTA besonders macht, ist, dass wir versuchen, eine Fee-less-Infrastruktur zu erstellen. Also sprich, die Möglichkeit zu bieten, den DLT oder diese Krypto-Plattform kostenlos zu nutzen, wenn man selber einen Node betreibt. Also das heißt, wenn ich dem Netzwerk Hardware zur Verfügung stelle, das kann mein eigener Computer sein, mit dem ich zum Beispiel ein Programm starte oder sowas, dann und dann eben an diesem Netzwerk teilnehme, dann kann ich diese Transaktion kostenlos mit anderen hin und her senden. Und die ultimative Vision von IOTA ist es, diese Maschinen-zu-Maschinen-Ökonomie zu verwirklichen, wo dann eben in der Zukunft, wenn wir selbstfahrende Autos haben, die dann den ganzen Tag in der Stadt rumfahren können, Leute aufgabeln, die werden dann bezahlt, fahren am Abend zur Ladestation, laden sich da wieder auf, fahren dann irgendwo hin, wenn sie irgendwelche Teile ersetzt, repariert bekommen brauchen, ja, wo dann die Werkstatt das entsprechend austauscht und so weiter. Also einfach diese komplett automatisierte und vernetzte Welt von morgen, das im Grunde genommen abzubilden über eine DLT-Plattform. Ja, total spannend. Du hast mir auch ein Beispiel mit Kaffee bezahlen erzählt vorher. Ja. Das doch nochmal. Ja, also das Problem, oder das ist halt immer so dieses berühmte Problem, wenn es darum geht, zum Beispiel Bitcoin auch zu kritisieren oder zu sagen, ja, guck mal, Bitcoin ist so schlecht und so weiter, was übrigens eine Meinung ist, die ich nicht unbedingt teile. Also ich denke, dass Bitcoin auf jeden Fall eine sehr interessante Technologie ist. Und das Problem, was wir aber momentan bei DLT haben oder im Kryptobereich haben, ist, dass die Bestätigungszeit zwischen dem Senden einer Transaktion und der Bestätigung quasi sehr lange dauert. Also gerade bei Bitcoin ist es wirklich sehr extrem, wo man diese 6-Block-Regel in der Regel hat, was dann teilweise bis zu einer Stunde dauert, bis irgendwie was bezahlt ist. Und das soll natürlich schneller gehen, wenn man das wirklich als Geld einsetzen will. Jetzt hat natürlich Bitcoin zum Beispiel den Ansatz oder den Anspruch, nicht mehr das digitale Geld zu sein. Das war früher mal anders. Heute sagt man, es ist nur noch Store of Value. Also das heißt, es geht nur noch darum, sein Erspartes sicher aufzubewahren. Und dann ist es ja auch gar nicht so wichtig, ob ich das innerhalb von einer Stunde ausgeben kann oder ob das eine Confirmation oder eine Bestätigung halt zum Beispiel ein paar Sekunden bloß dauert. Aber woran wir eben arbeiten, ist, wie gesagt, diese Plattform, wo DLT als Zahlungsmittel zwischen diesen Maschinen und so weiter eingesetzt werden kann. Und das geht meiner Meinung nach nur mit einem DLT. Es ist völlig unsinnig anzunehmen, dass alle Maschinen der Welt und alle Unternehmen und alle Menschen der Welt sich auf eine proprietäre Plattform einigen und sagen, wir nutzen jetzt alle Google Pay oder sowas. Das wird nicht funktionieren. Also, und es gibt halt auch die Sache, dass diese Maschinen, da steht dann teilweise unter Umständen noch nicht mal mehr eine Person dahinter, die machen auch keine Verträge miteinander. Die sagen nicht, ich zahle dir am Anfang des Monats irgendwie 30 Euro und dann kann ich jetzt öfter bei dir tanken kommen oder sowas, sondern die bezahlen sich einfach in dem Moment, wo es notwendig ist. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur über den DLT. Das ist eben genau das, was wir versuchen zu entwickeln mit der IOTA. Ja, voll spannend. Ich habe selbst ein Projekt, das heißt Liebe, was du tust. Und deswegen frage ich immer gerne auch die Leute, die ich interviewe, warum liebst du denn, was du tust? Da könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden. Also ich finde einfach Krypto wahnsinnig spannend, weil es einen sehr zentralen Punkt berührt, der menschlichen Gesellschaft. Und das ist die Art und Weise, wie wir miteinander, sage ich mal, Handel treiben, wie wir miteinander, ja, sage ich mal, wie wir uns organisieren in der Gesellschaft mit Geldsystemen und so weiter. Und ich denke, dass. Also die Art und Weise, also es gibt da diese berühmte Nummer, dass man zum Beispiel sagt, dass Menschen gut miteinander kommunizieren können, bis zu 150 Individuen. Ja. Und wenn es größer wird, dann funktioniert es nicht mehr gut. Und die Art und Weise, wie Menschen das halt geschafft haben, dass sie trotzdem auch in großen Mengen sich organisieren können und irgendwie in der Lage sind, komplexe Gesellschaften und so zu bilden, ist, dass man angefangen hat, sich also an die gleichen Dinge zu glauben. Man hat also quasi Normen und Werte entwickelt und hat gesagt, okay, wir leben alle in einer gemeinsamen Gesellschaft, wir glauben alle an denselben Gott, wir glauben alle an dieselben Institutionen, wir glauben alle an dieselben Werte und Moralvorstellungen und so weiter. Und dann hat uns das quasi die Möglichkeit gegeben, miteinander zu interagieren. Und das hat aber oft eben auch sag ich mal, die Konsequenz, dass wenn es zwei Gruppen gibt, die unterschiedliche Ansichten haben, dass die sehr
feindlich miteinander umgehen oder sich nicht gegenseitig verstehen, dass es da Konflikte gibt und so weiter. Und das ist eigentlich vollkommen unnötig, weil oft beide Gruppen, entweder haben beide nicht recht oder beide haben ein bisschen recht. Und ich hoffe, dass Krypto und die Möglichkeit, sage ich mal, sich zu organisieren, ohne diese Wertevorstellungen zu benutzen, vielleicht dazu führen könnten, dass wir in einer friedlicheren Welt leben könnten in der Zukunft. Einfach weil man weniger darauf angewiesen ist, sich in supranationalen Megastaaten zu organisieren, wo dann irgendwie jeder so ein bisschen so seine eigenen Interessen hat, sondern wo dann quasi jeder Mensch für sich selbst individuell entscheiden kann, was ist für mich wichtig. Und ich brauche jetzt nicht darauf vertrauen, dass morgen die EZB noch da ist oder sowas, wenn ich mit jemandem interagieren will, sondern ich kann für mich als freier Mensch leben und entscheiden und machen, was ich möchte, ohne eben solche supranationalen Dinge zu brauchen, um die Welt als globale Gesellschaft zu organisieren. Das ist natürlich so ein bisschen fragwürdig und hört sich vielleicht auch ein bisschen utopisch an und so ein bisschen hippie-mäßig. Aber ich denke, das wird ganz interessant sein zu sehen, wenn DLT sich durchsetzt, was wird das für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Und ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist einer der interessantesten Themen, die es momentan gibt, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Hat sich jetzt in den letzten Monaten auch nicht unbedingt verbessert. Ja, das stimmt. Also gerade so, was persönliche Freiheitsrechte angeht und so weiter, haben wir natürlich mit sehr starken Einschränkungen leben müssen. Und zum Teil natürlich auch sinnvoll, aber man muss immer abwägen, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, die eine Freiheit, die man hier aufgibt, die ist dann wieder später richtig schwierig zurückzugewinnen. Und wenn man da über Technologien zum Beispiel die Möglichkeit hat, sowas mehr Privacy-Fokus zu machen, also dass man zum Beispiel nur bestimmte Daten preisgibt und sowas über DLTs zum Beispiel nicht zentral einer Instanz meldet, sondern insgesamt einfach gemeinsam verwaltet, dann denke ich, hat das schon durchaus Vorteile. Also sich dazu organisieren. Ja, ich finde es auch mal schön, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer was mitnehmen können aus dem Video. Und deswegen frage ich immer gerne nach einem Tipp. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Also gerade im Kryptobereich würde ich den Leuten gerne an die Hand geben, seid ein bisschen netter zueinander auf Twitter, in den Social-Media-Plattformen. Wenn es Leute gibt von anderen Projekten, greift euch nicht die ganze Zeit gegenseitig an. Es gibt bei fast allen Projekten interessante Ideen. Und ich finde es immer schade, dass jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Keiner guckt über seinen eigenen Tellerrand und das würde man doch in einer normalen Diskussion im echten Leben auch nicht machen. Ich würde auch nicht zu irgendwem hingehen und sagen, hey, du bist scheiße oder ich pöbel ihn dann an oder sowas. Geht einfach zivilisiert miteinander um im Internet, ganz ehrlich. Ja, das ist auch und das geht auch an die Bitcoin-Maximalisten übrigens. Ja, da ist es auch schön, dann wirklich ein Gesicht dazu zu haben. Wirklich und die Person auch in Fleisch und Blut kennenzulernen, was wir dann ja demnächst beim Crypto Rockstar Cruise machen. Ja, hoffentlich, wenn Corona uns dann nicht wieder stützt. Genau, also das wird ja irgendwann stattfinden und ich freue mich schon sehr darauf und genau. Ich freue mich auch darauf. Ja, ich denke, es wäre eine ganz interessante Diskussion, weil wir halt auch viele Leute von ganz verschiedenen Bereichen haben. Wir haben die ganz eingefleischten Bitcoin-Maximalisten, denn wir haben dann Leute wie ich, die so ein bisschen daran glauben, dass Krypto eben mehr ist als nur ein sicheres Sparbuch, sondern tatsächlich die Chance hat, die Welt ganz grundlegend zu verändern. Wir haben also wirklich ganz von ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich bin wirklich gespannt, mal zu sehen, was die anderen dann so sagen und wie sie auch im echten Leben sind. Weil im Internet ist man oft sehr so ein bisschen bösartig, habe ich teilweise das Gefühl. Ja, es ist tatsächlich ja leichter in der Anonymität, ne? Ja. Ich freue mich schon total darauf, dich dann kennenzulernen, die anderen kennenzulernen und alle, die dich persönlich treffen wollen, die dürfen dich dann bestimmt auch ansprechen beim Cruise. Und, Ja klar, wir trinken Bier zusammen. Wenn es zu viele werden, dann muss ich das Bier irgendwann mal ablegen. Dann kommt es deutlich dann rum. Ja. Aber ansonsten, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Tschüss. Bis dann, tschüss.